Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei Switcher 3 Wild Hunt hier in Ferneck direkt vor den Toren Novigrads. Oh wei, oh wei. Und ihr müsst zugeben, die Stadt ist verdammt riesig und hier haben wir eine Anschlagstafel, die voll bestückt ist. Haus zu verkaufen, guter Zustand. Ich ziehe nach Kuvir und verkaufe deshalb. Preisverhandlungssache. In Memorian, an langem Kampf gegen eine Krankheit ist Senfenenf, geliebter Ehemann, Vater und Großvater, gestern ins nächste Leben eingegangen. Saisonarbeiter gesucht, für die Gurkenernte in Nasai. Perfekt für Geralt geeignet, natürlich. Bewaffneter Transport durch die Kriegsgebiete ist gesorgt, ebenso für Kost und Logis. Zwei Mahlzeiten täglich, Unterbringung zu 10 Mann je Rethütte mit Feuerstelle und separatem Esszimmer. Tägliche Arbeitszeit 12 Stunden. Ja, also ich finde, das ist eine Top-Arbeitsstelle. Ich suche dich, großer dunkler Fremder. Mit dem rabenschwarzen Haar und den smaragdgrünen Augen, der mir letzte Woche auf dem Fischmarkt beim Flunderkauf so charmant zugelächelt hat. Oh wei, oh wei. Kürzlich sind unbekannte Angreifer nach Ferneck gekommen und haben 3 Elfenkinder angegriffen. Wie lange wollen wir uns dieser Akte der Aggression noch hingeben? Auge um Auge, Zahn um Zahn und die ganze Welt erblindet, sagte Gandhi. Selbstgebackter Kuchen. Köstlich selbstgebackter Kuchen wie von Oma. Nur bei Tante Amelia. Apfelstreusel, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen und viele andere. Alle aus dem feinsten Obst und Mehl direkt von den Feldern im Umkreis von Novigrad. Also wie gesagt, ich liebe diese Anschlagstafeln, da sie immer so einen gewissen Einblick in die Welt von Temerien geben. Oder eher gesagt von The Witcher. So. Was machen wir, was machen wir? Wir wollten uns zuallererst hier diese Aufgabe ansehen, die hier scheinbar erst durch unser Bereisen des Ortes erschienen ist. Ich denke mal... Es stinkt nach verbranntem Fleisch. Können Sie die Scheiterhaufen nicht vor der Stadt aufbauen? Oder gar keine Scheiterhaufen aufbauen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, wenn wir uns zuallererst um diese Aufgabe kümmern, bevor wir uns der nächsten Anschlagstafel widmen. Und ihr müsst zugeben, die Stadt ist wirklich verdammt gewaltig. Novigrad, Glorienstraße. Möge das ewige Glühen nicht leiden. Es wird regnen, ich hoffe nicht. Geralt fällt schon glatt in den Boden. Du bist Scheiß. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. So, Tor des Hirachen, das kennen wir auch schon. Hier sind wir ja letztes Mal querfeldein durch das Wasser gelaufen. Und hier oben scheint dann die Aufgabe auf uns zu warten. Ich habe so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Dreibergtor. Als wäre die Aufgabe deutlich zu anspruchsvoll für uns. Es ist schon toll. Also, ich weiß ja nicht. Ich bin fasziniert. Aber okay. Wir wollen uns der Aufgabe widmen und nicht weiter hier in der Gegend herumstehen und diesem wunderschönen Soundtrack lauschen, der unsere Ohren zu beglücken versucht. So. Und hier vorne haben wir die Aufgabe. Auf zum Kampf! Ronwit von Sümpfe. Was für ein Name. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Oh Mann, na gut. Wenn er unbedingt kämpfen will, soll er den Kampf haben. Ich glaube aber nicht, dass er diesmal mehr Erfolg haben wird. Dieser möchte gern Ritter. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Oh ja, oh ja. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal. Ja, ich würde gerne auch das nächste Mal provozieren. Daher würde ich sagen, geh mir aus den Augen. Denn kommt ein bisschen lustig, das ja schon immer wieder fertig zu machen. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder.
Ich bin gespannt. Und dann hat er wahrscheinlich ein noch größeres Schild dabei. Ja, soviel zu dieser Aufgabe. Ja, falsche Markierung. So. Falsche Markierung, falsche Taste meine ich. Was machen wir? Was machen wir? Wir könnten jetzt theoretisch einmal querfeldein nach hier gehen. Und uns dann dieses Anschlagsbrett ansehen. Dann würden wir aber Novigrad verlassen. Gleichermaßen könnten wir hier diesen noch nicht entdeckten Ort entdecken. Denn auch den würde ich gerne auf der Karte sehen. Ah, okay, ich sehe es schon, es ist ein Banditenversteck. Da ist eine Aufgabe. Rostan Mux, ein Halbling, ein Zwerg, hallo. Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Okay, ja, was soll ich denn tun? Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Ja, ich würde sagen, wenn die Bezahlung stimmt, warum eigentlich nicht? Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Das Dilemma mit den Zwergendokumenten. Untersuche den Ort, an dem Mux angegriffen wurde mit Hilfe deiner Hexersinne. Trifft sich ganz gut, liegt sowieso hier am anderen Ende der Brücke, da wollte ich sowieso hingehen. Ich könnte wirklich stundenlang hier rumstehen und das Ganze einfach auf mich wirken lassen. Also, das Spiel... Nein! Nein! Ist da nirgends was gegen uns, außer hier. Hier ist man jetzt wieder sauber, wenn wir etwas stehlen. So, das sollte reichen, oder? Alles wieder gut? Alles wieder gut, so lobe ich es mir. Naja, ich mach nichts, ist schon gut, ich verschwinde. Allein diese Brücke ist schon mit so viel Liebe und ich sag mal, so realistisch gemacht. Ich weiß ja nicht, ich kann mir wirklich vorstellen, dass früher mal eine solche Brücke irgendwo hier in Europa meinetwegen zu finden war. Aber okay. Ah, das ist da wohl der Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Ja, und wir können wundervoll dem Gestank des Schnaps folgen. Was beinahe zu einfach ist. Ach ja, ach ja. Neue Markierung, die sieben Katzen. Hey, Katze? Gibt's hier wirklich sieben Katzen oder was? Das wäre lustig. Hier haben wir ein Anschlagbrett, aber erstmal folgen wir weiter dem Geruch. Und hier haben wir Axel. Er mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit Hilfe unseres Zeichens an die Dokumente zu kommen. Ob das wirklich die Wahrheit ist, dass Mux die verloren hat, sei mal dahingestellt. Wir wollen die Dokumente auf jeden Fall haben. Gib mir die Papiere, das musst du. Stimmt, natürlich. Tja, einfacher geht's ja wohl nicht. Dann haben wir hier ein Anschlagebrett. Bekanntmachung, hier werden keine hochprozentigen Getränke an Personen unter 18 Jahren verkauft, sofern die Eltern nicht dabei sind. Gesucht erfahrene Küchenhilfe, die in der Küche richtig gut
ja, mithelfen kann und sich von gelegentlichen Pfeifkonzerten des niederen Packs nicht allzu sehr betrüben lässt. Wer auch immer die sieben Katzen in den sieben Kratzen Krawall macht, andere Gäste belästigt oder Kellnerin begrapscht, wird umstandslos rausgeworfen. Die Passiflora, Heimat der sinnlichen wie der geistigen Genüsse, sucht eine Kellnerin in Vollzeit, höchstens 25 Jahre anziehend und schnell von Begriff. Ah ja. Wirte, lasst euch warnen, wenn ihr einen Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern, zeigt ihn allenfalls der Stadtwache an. Der Lunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden, ohne einen Kopper seiner Rechnung gezahlt zu haben. Außerdem hat er noch ein Weinfass und ein Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenden Kundschaft mitgehen lassen. Ah ja. Und es wird natürlich noch ein Schaukelpferd verkauft. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Oh wei, oh wei. So, und dann haben wir hier das Wirtshaus. Du siehst schrecklich aus. Dankeschön. Du auch. Willkommen bei Zu den sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Das hört sich interessant an. Dann zeig mal bitte deine Ware, meine Liebe. Was gibt es heute im Menü? 7 Katzen wahrscheinlich. Frisch gebraten Katzenfleisch. Ich kaufe jetzt mal hier ein paar Gewinnkarten, wisst ihr das? Wir haben so viel Geld mittlerweile. Sei es drum. Haben wir irgendwas, was wir vielleicht loswerden können? Ich weiß ja nicht. Nö, ich würde sagen, wir haben wie gesagt 9.095 Geldmünzchen. Da brauchen wir nicht so viel. Auf Wiedersehen. Bis bald. Du hast eine neue Gewinnkarte erhalten. Um sie dir anzusehen, öffne das Spielmenü und gehe zum Kartensatzfenster. Machen wir später. Wie gesagt, gewinnt vielleicht im Zusammenhang eines Livestreams. Ein Betrunkener. Immer wieder dieses niedere Pack hier, meine Güte. Aber okay, ich würde sagen, wir verlassen die 7 Katzen. Katze. Das darf echt nicht wahr sein, hier sind wahrscheinlich wirklich 7 Katzen. Katze. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Ah ja, und hier können wir wieder einige Sachen mitgehen lassen. So. Die 7 Katzen. Das darf echt nicht wahr sein. Die sind so bescheuert, meine Güte. So. Ah ja, und hier haben wir dann die Pforte von Novigrad aus der östlichen Richtung. Okay, da würde ich sagen, auf zurück zur Markierung, denn ich habe mir ja die gute Sehenswürdigkeit im Wasser markiert. Die wollen wir uns auf jeden Fall noch ansehen. Lang lebe Radovid. Scheint mir eine Art Schmugglerversteck zu sein. Tatsächlich. Joa, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Kavallerierüstung. Auch das nehme ich gerne mit. Ketwinischer Kyras, Schatzjäger Gambassen. Keine allzu besonderen Gegenstände, aber... Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Und ich würde sagen, einmal an Land mit uns. Und dann haben wir es schon. Vergleich die Geschichten von Mux und dem Angreifer. Es wird sich jetzt noch herausstellen, ob wir belogen wurden oder nicht. Das finde ich sehr schön. Tja, hallo Rostan. Nun? Ja. Und scheinbar wissen wir jetzt auch, wer hier wirklich wen ausgeraubt hat. Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte.
Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber. Die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Ja, die Urkunde haben wir ja auf eine magische Art und Weise an uns genommen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Theoretisch, moralisch natürlich falsch gelöst, aber... was will man machen? Immerhin hat er zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Ein Erfahrungspunkt mehr habe ich auch nicht verdient. Okay. Quests... immer noch nicht nach Skellige. Nebenquests gewinnt das kennen wir bereits. Ich würde aber gerne, wie gesagt, dann jetzt zum nächsten Anschlagbrett gehen. Das dann ist genau da. Und dafür würde ich gerne durch das Südtor marschieren. Geradeaus und dann die Straßen gen links, gen Westen. Okay, sehr schön. Also man muss sagen, nur wie gerade ist wirklich so riesig, da sollte man sich schon halbwegs einen Plan zurechtlegen, da das sonst alles sehr, sehr schnell, sehr verwirrend werden kann. Was natürlich positiv gemeint ist. Ich liebe nichts mehr als große Städte in Spielen und das schon seit jeher. Wobei ich eine Schnellreise gerade nicht tätigen möchte. So. Die Scherben, Südtor. Ich frage mich gerade, kriegen wir hier auch einen Wegpunkt? Hier ist ja theoretisch gesehen auch ein anderer Abschnitt. Theoretisch gesehen, oder? Arette. Ja, ja, da tatsächlich. Neue Markierung. Auch wieder ein kleiner Vorort von Novigrad selbst. Ein Hündchen. Natürlich Zwergenschnaps. Also eine Seltenheit des Zwergenschnaps wahrlich nicht. So, aber ich würde sagen, ab zurück in die Stadt selbst. Ist aber wirklich Wahnsinn, wie groß die Spielwelt ist und vor allen Dingen alles ohne Ladezeit. Und in einer solchen Detailliebe präsentiert. Unglaublich. Hier haben wir jetzt Ochsenfurter Tor. Ah ja. Pflicht ruft. Ja, ja. Die Pflicht ruft. Trinken wir. Es wird schon Abend. Ja, ja, wie wär's mal ohne Alkohol? Ich würde gerne lesen, was oben steht. Barbier. Auch den können wir theoretisch mal wieder aufsuchen. Könnte Geralt gut gebrauchen momentan. Ich glaube aber, der hat nachts geschlossen. Oder? Wäre ja nur naheliegend. Dann würde ich sagen, meditieren wir mal ein wenig. So bis 7 Uhr. Und theoretisch sollte doch dann auch der Barbier wieder... Oder ist der Barbier gar nicht anzutreffen? Ich weiß es nicht. Ah doch, da ist er. Hallo. Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen. Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal. Kannst du mir die Haare schneiden, falls deine Hände nicht so sehr zittern? Na, das kann ja heiter werden. Ja, eine neue Frisur. Lang und offen. Offen nicht zu lang. Seitenrasiert jetzt kurz. Elfische Rebellenschnitt. Ja. Ja, offen, aber nicht zu lang, würde ich mal sagen.
Ich bin gespannt. Ach du Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Was heißt, das wolltest du nicht? Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch. Und zwar ordentlich. Also, nein. Ganz, ganz falsch. So wollte ich nicht aussehen. Und dieses Schicksal wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und du nimmst gleich meine Faust, wie sie kommt. Mann, wie sieht ich denn jetzt aus? Oh, willkommen zurück. Zufriedene Kunden kommen immer wieder, wie? Kannst du mir die Haare schneiden, falls dein... Ja. Probieren wir es nochmal. Lang und offen. Nee, lose hinten den Kopf zusammengebunden. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. So. Das ist, glaube ich, unsere alte Frisur, aber die ist mir lieber als das hier. Es ist okay. Neuer Bart wäre auch noch gut. Ja, ich würde mal sagen, ja, Vollbart getrimmt. Wir machen mal glatt rasiert. Der Bart wächst ja sowieso nach. Daher ist es ja auch egal. Und die Haare wachsen ja auch, soweit ich weiß, nach. Es ist recht fremd, muss ich sagen, aber die Haare sind schlimm. Die Haare sind echt fremd. Oh Gott. Oh wei, oh wei. Na gut, die wacken. Nein, das geht nicht. Es geht nicht. Ich brauche andere Haare. Ja, wie immer. Nee. Wie gesagt, neue Frisur. Okay. Lang und offen, nicht zu lang Seiten rasiert. Ja. Was ist das denn? Der macht mir immer die falsche Frisur. Was ist das denn jetzt? Nee, der Bart ist schon okay. Nee, das ist die Frisur, wie der die im Prolog hatte. Nee. Ach du Schande. Nee, da würde ich doch tatsächlich sagen, das schöne Geld übrigens. Machen wir halt das hier. Das sieht so schlimm aus. Nee. Tut mir leid, Leute. Das dauert jetzt ein bisschen, aber... Wir machen das jetzt. Auf Wiedersehen. Das ist der schlechteste Friseur, den ich je gesehen habe. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Geralt, es tut mir so leid. So, auf zum Anschlagebrett. Mann von Hurensohn. Ja. Willkommen in Novigrad. Oh wei, oh wei. Ich bin schockiert. So, hier haben wir einen Händler, wie es aussieht. Hallo. Sei gegrüßt. Ich stehe zu Diensten. Ja, dann zeig mal. Zeig mir deine Ware. Ah ja, sehr schick. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay, hat kein Geld mehr. Gut, dann auf Wiedersehen. Bis dann. Ja, schön. Hier haben wir ein weiteres Wirtshaus, wie es aussieht.
Taverne nirgendwo. Na, da fühle ich mich ja zu Hause. Wo bist du? Ich bin nirgendwo. Oder ich bin im Nirgendwo. Das nirgendwo. Schön noch den Artikel vorgesetzt. Ziemlich leer hier, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo. Bist du ein Künstler? Ein Schwertschlucker? Nein, ein Hexer. Noch nie gehört. Ah ja. Was hat der Koch denn heute zubereitet? Ja, lecker Speisen aus dem Nirgendwo. Naja. Immer wieder diese Meldungen für die gleichen Gegenstände, das ist auch ein wenig nervig. So. Na gut, das war das Nirgendwo. Wiedersehen. Dann verziehen wir uns mal in das Irgendwo. Mit wie viel Liebe hier gearbeitet wurde. Meine Güte, seht's euch an hier. Das redanische Wappen, die Schriftzüge an den Wänden. Es wirkt alles so unglaublich stimmig. Der Wahnsinn. So. Und im Hintergrund diese tolle Musik. Oh. Da vergreife ich mich doch gerne an den Regalen. Ihr habt mich nie gesehen, meine Lieben. Was wird aus Temerien? Nachfolge des Todes? Eine gute Frage. Foltest Tod. Oh Mann, wie lange das schon wieder her ist, dass ich damals The Witcher 2 aufgenommen habe. Und wie schnell man doch alt wird, Leute. Genießt eure Lebensjahre, ich sag's euch. Neuaufnahme in Frau Marabels Unterkunft. Das hier scheint also diese Kinderunterkunft zu sein, von der wir schon gehört haben. Kürzlich aufgenommen, okay. Wahrscheinlich alle temerischen Ursprungs. Sie wurden nachts vor dem Eingang der Unterkunft zurückgelassen und schlafend aufgefunden. Wir haben nicht herausgefunden, wie sie nach Novigrad gelangt sind. Oh wei, oh wei. Ich sag ja, die wirklichen Opfer dieses Krieges sind vielleicht tatsächlich die Kinder. Denn die können wirklich gar nichts an ihrem Schicksal ändern. Du bist echt ein Mann von Huresohn. Das Hospital. Ja, genau. Ja, was ist denn? Hier treffen sich also Opfer und Leidende in gleichem Maße. Oh, I. Wie viel Blut hier wohl schon vergossen wurde, ich will es gar nicht wissen. Ich bin sehr gespannt auf Skellige übrigens, wenn ich das mal betonen darf. Es soll ja einen sehr, sehr nordischen Touch haben. Und wie genau das hier von wie genau das hier von CD Projekt umgesetzt wurde, auch darauf bin ich sehr gespannt. So, einmal runter da, einmal raus da. So. Und da habe ich mich jetzt doch schon wieder hier irgendwo in den Wegen verirrt. Hier in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht laufen. Aber dafür haben wir jetzt auch diesen Teil der Stadt ordentlich abgesucht. Almosen, Almosen für Brot. Ich bitte euch, gute Leute. Von mir bekommt ihr gar nichts. Gildorf. Ah, hier wird es langsam zivilisierter, wie es aussieht. Die Barden spielen. Die prunkvollen Fahnen wehen. Der gute Barbier oder wer auch immer das ist, hat hier wohl auch sein Haus.
Kaufmann. Wohlhabender Städter. Ich suche ein Geschenk für meine das Frau. Sieht schick aus. Verstehe. Hallo. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Aramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Aramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Jo, dann zeig doch mal her. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Oh wei, ich erwarte hohe Preise. Da ist ein Ausrufezeichen dran, das nehme ich mir mit. Eidechsenfigur. Jadefigur. Alter Wein aus Toussaint. Nehmen wir alles mit. Wobei, will er auch irgendwas von uns haben? Tatsächlich. Kann weg. Kann weg. Das Hemd verkaufen wir auch mal. Ebenso wie das Schwert der Gräber. Wir werden es eh nicht brauchen, wie gesagt. So. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Kannst du bald vielleicht, mein lieber Geralt. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier einen kleinen Schlussstrich unter dieses Video ziehen, schauen wir uns doch einmal die Anschlagstafel an. Warnung an den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinen Türrahmen erleichtert. Das kennen wir bereits. Ich kaufe Bücher. Der Inhalt ist nicht wichtig, solange sie in guten Leder gebunden und mit Gold Lettern versehen sind. Ah ja. Achtung, ein Dieb. Vergangenen Sonntag wurde in den Keller des Kaufmanns Gin Longobardi eingebrochen. Und ein fast Dreifachmet wurde entwendet. Ungefähr zur Zeit des Einbruchs wurde ein dünner, kahler Mann dabei beobachtet, wie er kriechend ein Fass die Straße herunterrollte. Ferner hörten Zeugen, wie er unanständige Lieder sang, in denen er sich Audrey nannte. Ah ja. Die waren nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Auftrag Spukhaus. Ah. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich vom unterzeichneten Graf Kurt Dysart eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert. Super. Schnelles Geld in Zwangsanlagen. Schnelles Geld benötigt? Die verfluchten Anderlinge in der Varibank erklären einen für nicht kreditwürdig. Kommt zu mir. Kein Papierkram, keine Fragen, keine Limits. Ah ja. Jahreszinsrate 700%. Was ein Witz. Türen werden zugeschlagen. Die Aufgabe ist zu schwer für uns. Das heißt, wir kümmern uns dann erst weiterhin um den Scheiterhaufen in Novigrad. Meine Güte. Anstrengend, anstrengend. Wir schauen mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ah ja, jetzt sind wir schon hier im nördlichen Teil angekommen. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns doch hier diese letzte Insel ansehen. Dann haben wir Novigrad größtenteils tatsächlich erkundet. Hier haben wir wohl einen nilfgaardischen Stützpunkt. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Ja, ja, hier haben wir das nilfgaardische Lager. Passiflora. Oh ja. Wenn das mal kein Freudenhaus ist.
dann weiß ich auch nicht mehr. Hallo, Marquis Serenitz. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert? Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Nee, aber tut mir wirklich leid. Ich will eigentlich gar nicht hier freudenhausmäßig unterwegs sein. Tut mir leid. Also bis dann. Ihr müsst wissen, ich bin ein strenger Ablehner von Freudenhäusern. Daher werden wir es hier jetzt auch nicht anfangen. So. Aber hier können wir einiges mitgehen lassen. Alleine dafür hat es sich gelohnt, hier reinzukommen. So. Schön hier sogar mit eigener Musikkapelle. Auch hier die Wandverzierungen. Es ist einfach alles mit einem wahnsinnig hohen Grad an Liebe zum Detail gemacht worden. Das merkt man. Kurtisanen. Also Nilfgaarder sagen nicht Hure, Nilfgaarder sagen Kurtisane. Gut zu wissen. Und singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Na, wie ist das Wasser so? Oh wei, oh wei. Wie gesagt, nicht mein Metier, nicht mein Bereich. Daher, ich bin eher da auf Seiten der Abenteurer unterwegs. So. Gut, schnell wieder raus hier. Wie gesagt, Freudenhaus, ein Haus, in dem ich keine Freude finde. So. Wie gesagt, das ist also sozusagen der redanische, ach Quatsch, der nilfgaardische Teil. Und das ist dann wohl die Residenz hier von Nilfgaard. Meine Güte. Und da müssen wir dann im nächsten Video hin, denn langsam haben wir wirklich das Video mehr als gefüllt mit einem kleinen Erkundungstrip hier durch Nilfgaard. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier diese massive Brücke durchqueren und uns auch den letzten Teil der Stadt ansehen. Ich bin gespannt, was auf uns wartet und wie gesagt, danach wartet immer noch die gute Triss auf uns. Ich freue mich drauf und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier aus The Witcher 3 Wild Hunt und wir machen hier gleich morgen weiter, wenn ihr möchtet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.